Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Jo, okay. Also gleich ist die Produktion da unten rum, aber das darf er auch. Verkauft er eigentlich Holz? Nee. So, ja. Okay, jetzt schläft er. Dann legen wir ihn schlafen. Dann haben wir das Holz für Schiffe. Aber wir haben keine Kanonen für Schiffe. Ja gut, das können wir dann ja nachher machen. Also 8 Tonnen Kanonen hätten wir. 8 Tonnen Kanonen hätten wir. Ja, Mann, da ist schon wieder jemand am Krebseln. Gut, aber wie das mit diesen 8 Tonnen Kanonen weitergeht, das schauen wir uns dann, denke ich, in der nächsten Aufnahmesitzung an. Ich mache an dieser Stelle mal eine kleine Pause, bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine tolle Zeit. Gesichert. Cheerio mit O. So, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Anno 1602. Wir waren ja jetzt schon hier, unsere Schiffe, unsere Kriegsmarine vorbereiten und wir haben jetzt schon 4 Schiffe. Und eben eines, das halt unsere Dings beinhaltet. Allerdings bin ich noch nicht überzeugt. Ich möchte mindestens 6 Schiffe haben. Was allerdings auch bedeutet, dass ich dann noch mehr Kanonen brauche. Und das wiederum bedeutet, dass ich eine tolle Erzschmelze brauche. Aber dafür brauche ich Holz. So, wie gesagt, ich bin auch ein bisschen erkältet. Deswegen entschuldigt bitte. Nun, wie auch immer, also wir müssen hier halt noch ein bisschen warten, bevor es dann wirklich weitergeht. Aber das ist jetzt halt leider so, da müssen wir durch. Währenddessen machen wir halt ein bisschen Geld mit diversen Leuten, die bei uns Zeug kaufen. Zeug. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Ja, ja, das darf er. Solange der sich nicht massiv befestigt, ist alles gut. Piraten greifen euer Schiff an. So. Im Grunde könnten wir den da eigentlich nehmen. Und sagen Tschüss. Und ich mach mal hier Steuerung 1. Gut, bei dem jetzt vielleicht nicht unbedingt. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Ja, bei dem bin ich ein bisschen kritischer, was Flottenerweiterung anbelangt. Ah, die sind halt lauter kleine. Die kriegen wir dann eventuell gegebenenfalls auch weg. Wie gesagt, wir können ja auch speichern und dann sehen wir das. So, dann können wir hier wieder zurück. So, und der ist okay, der ist okay, der ist okay und der muss repariert werden. Und du sollst gefälligst bitte auch da unten hin. So, und du kannst dich reparieren lassen.
Wunderbar. Den könnten wir eigentlich auch reparieren lassen bei Gelegenheit, aber das ist momentan alles gut. Ein Schiff wurde repariert. Schön, schön, schön. So. Wie viele Tonnen haben wir jetzt? 4, das ist ja super. So, und wie schaut's hier aus? Oh, der ist knapp. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Okay. Das ist nicht ganz so dralle, muss ich sagen. Na ja, gut, er fährt halt in der Gegend rum, um ein Zeug aufzubauen. Da, 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 da. So, die Tabakwerft. So, wie schaut's hier mit Tabak jetzt aus? Oh, das schaut schon besser aus. Da müssen wir eigentlich auch mal überlegen, ob wir die nicht ausbauen wollen. Weil wir produzieren hier gerade relativ viel. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Okay, bei dem Konkurrent ist das in Ordnung. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Der weiße Konkurrent, der macht mir ein bisschen Sorgen. Der könnte halt auch ein bisschen seine... Vielleicht sollte man den mal ein bisschen unterstützen. Aber der fragt halt auch nichts nach. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Ah, sage mal. Okay, also was wir jetzt mit mir machen, ist einkaufen. Wir kaufen Holz ein. Und zwar einfach wirklich unbegrenzt. Holz, wo ist es, Holz? Ich brauche einfach gerade wirklich Holz. Deswegen kaufen wir das einfach ganz massiv ein. Von mir aus auch den Markt leer, das ist mir so egal. Denn momentan haben wir einfach genug Kohle. So mache ich das ja nachher mit dem Krieg. Ich werde ihn nämlich zufriedenstellen. Ich werde mich nachher aus dem Krieg mit Reparationszahlungen freikaufen. Aber die Insel dann eingeheimst haben. Und? Ein neues Schiff ist vom Stapel gelaufen. Super. Okay, und dann würde ich zu dir nochmal sagen. Darfst du nochmal?
Und dann können wir bei dir eigentlich mal sagen, ich würde hier den auf die Route legen. Und zwar Tabak und Erz. Und dann gehst du zurück. Dann sammeln hier Tabak und Erz. Und zwar raus und raus. Los geht's. So, und dann würde ich nämlich bei dir das abbrechen. So, und dann kannst du da hinfahren. So, aber ihr müsst es doch. Ihr müsstet doch. Ah, okay. Na gut, dann machen wir das halt anders. Dann sagen wir mal hier, einkaufen ist die Nachfrage auf 23 Tonnen. Also 23 Gold pro Tonne. Da wollte ich nicht Euer hin. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Cool. Also, dann könntest du mal hier hingehen und sagen... Holz. Und wie sieht es hier oben aus? Also jetzt schauen wir erstmal. Angebot hat der als Holz. Ah, wunderbar. Das ist ja fast noch besser. So, und du kannst dann dahin und sagen, zack, Holz. Und dahin, zack, Holz. Los geht's. Der da war ja der. Zack. Holz. Und los geht's. Und dann würde ich zu dir auch nochmal sagen. Oh, warte mal. Wo haben wir denn? Der bietet nichts. Der bietet nichts. Und der bietet Holz ein bisschen. Der fragt Holz nach. Hat der Holz vielleicht? Der fragt Holz nach. Der hat Kakao. Okay. Das können wir eigentlich auch noch machen. Das wäre eigentlich ganz pfiffig. Dass wir hier sagen, zack, zack, zack. Kakao nehmen wir. Karren wir nach Hause. So, du kannst da eigentlich mitmachen. So, Kakao. Und zack, hier oben. Kakao und wieder ausladen. Und dann gehst du auch schon wieder auf Tour. So, und wir sind eigentlich schon wieder am übelst verkaufen. Eigentlich könnte ich mir eine Holzinsel bauen. Also die hier zum Beispiel. Ah, da will ich übrigens ein neues Schiff. Und dann will ich hier wieder Kanonen bauen. Dann bin ich aber eigentlich gerade fast ein bisschen
Holz kaufe ich, also ich kaufe Holz ein, aber ich kriege keins. Das würde ich dann ja bei den Preisen hier sehen. Okay, das heißt, wir bauen uns auch noch eine... Wir bauen uns eigentlich... Wir bauen uns eigentlich eine Holzinsel. So, und dann kannst du eigentlich hier unten bleiben. Weil ich den nehme und zu dir stoppe. So, dich. Stopp. Wieder zurück. So, und dann wärst du Holz. Ja, ich brauche eigentlich wirklich nur Holz. Holz und Werkzeug. 30 Tonnen Werkzeug. Dann haben wir noch 20 Tonnen Werkzeug. Das sollte uns reichen. So. Welche Route hat der? Das ist der Holzkäufer. So, und da würde ich einfach wirklich auf Holz gehen. Quasi sobald es Holz gibt, es eben auf mein Schiff laden. Die Frage ist nochmal, wie viel Holz brauche ich? 8 waren es doch, oder? Ein Kontor waren 6 Holz und eine Holz, ein Forsthaus waren 2 Werkzeug. So, und dann haben wir... Wow, wir haben 6 Holz. Super. Ach, ich brauche gar kein Holz. So, dann kann das hier wieder ausgeladen. Das war jetzt eine dämliche Aktion. Kann jetzt wieder ausgeladen werden. Das ist egal. So, das machen wir jetzt eigentlich hier unten einfach richtig. Steine hätten wir auch noch mitnehmen können, aber das ist jetzt auch erstmal egal. Dann machen wir hier auf der Insel mal wirklich so richtig zu mit Holz. Hätte ich eigentlich schon viel früher machen können. So, tun wir was gegen die Klimaerwärmung. Wir pflanzen Wälder. Wir werden ja auch nur einen Bruchteil davon dann wirklich, wie sagt man das, bebauen. Also, jo. So. Dann können wir hier mal sagen. So. Einmal dich. Und einmal. So, 1, 2, 3. Müsste ja sein, ne? Das müsste passen. So, dann können wir dich darüber setzen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann hier hoch. Damit wir dich auch wirklich haben. Hm? Passt es so? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen es so machen. So. Gut. Dann hätten wir bei dir hier wo ist er? Da ist er. 1, 2, 3. So. Der ist nicht auf dem Weg, das ist gut. Jetzt kann man nämlich zu dir hier sagen. Kann man zu dir hier sagen, wo geht's bei dir hin? Ja, bei dir machen wir den da hinkommen. 1, 2, 3. Zack. Und hier rüber.